Ich darf heute für die Busters sprechen. Die Busters, ehemals Schwurbelbusters, sind ein Recherche- und Protestkollektiv, was sich damals gegründet hat, um sich diesem widerlichen Normalisierungsprozess von rechts entgegenzustellen. Die Zeit seit der Covid-19-Pandemie hat wieder einmal deutlich gemacht, dass jede Erschütterung des Ist-Zustands, jede Krise von Rechten instrumentalisiert wird. Meist wenig erfolgreich. Die rechte Machtergreifung braucht aber keine regelmäßigen Erfolge, sondern nur einen, der groß genug ist, um die Demokratie in die Knie zu zwingen. Oft sprechen wir davon, dass Kaltland aus der Vergangenheit gelernt hat. Eine wehrhafte Demokratie, in der wir leben würden. Das Entgegenstellen gegen die Querfasten hat gezeigt, diese Wehrhaftigkeit muss erkämpft werden. Jeden Tag aufs Neue. Antisemitische Verschwörungserzählungen sind tief verankert in unserer Gesellschaft. Ebenso die Ablehnung gegen Menschen, die als anders markiert werden. So hat auch die Debatte um Migration einen neuen, traurigen Tiefpunkt erreicht. Ich kann es kaum noch hören. Die Kommunen seien überlastet. Man müsse langsam realistisch denken und Migration beschränken. Als sei das Thema Flucht so eine Abwägungsentscheidung, bei der man einen Kompromiss zwischen zwei ähnlichen, bequemen Alternativen finden müsste. Während die Kompromissfindung ehrlich gesprochen zwischen sterben lassen und Leben retten liegt. Nichts als volle Solidarität für alle Menschen auf der Flucht. Solidarität für die Menschen, die sich ein besseres Leben in diesem Land erhoffen. Nichts anderes als volle Solidarität. Während ich das hier sage, beraten sich Parteien von der rechten bis zur bürgerlichen Mitte darüber, wie weit sie als nächstes gehen können. Strategisch wird sich eingeredet, dass das die Antwort auf die Wahlergebnisse im Land sei. Strategie gepaart mit dem eigenen Rassismus, dem eigenen Nationalismus. Der eigentliche Konflikt dahinter ist aber, wie weit man sich von der rechtsextremen AfD und ihren Gleichgesinnten vor sich hertreiben lassen kann. Die reibt sich darüber die Hände, während die Solidarität im Land erstickt. In 4 Bundesländern stehen die Faschistinnen in Umfragen an erster Stelle. Es ist großartig, dass die Querfasten in Münster endlich ihren öffentlichen Auftritt verlieren. Wir dürfen uns aber nicht der Illusion hingeben, dass dadurch der Kampf gegen rechts gewonnen sei. Dieselben Leute sind weiter aktiv auf Telegram und im Privaten. Zeitgleich ist der sichtbar angerichtete Schaden groß. Die Friedensbewegung im Land leidet massiv. Unter den wirren VerschwörungsideologInnen, die dort ihr neues Thema gefunden haben und sich für einen falschen Frieden auf dem Rücken einander setzen. Zeitgleich haben die FaschistInnen im Land einen enormen Zuwachs gewonnen. Die extreme Rechte ist normalisiert und salonfähig. Für die Busters gilt, der Kampf geht weiter. Wir warten nicht, bis es noch schlimmer wird. Wir tragen eine deutliche Botschaft auf die Straße und fordern alle auf, dem gleich zu tun. Kein Meter den Faschismus, kein Meter den Nazis. Siamo tutti antifascisti.